Und damit herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zurück zum Fußballmanager 13, unsere Karriere hier mit dem FC Liverpool. Wir haben uns im Capital One Cup durchgesetzt gegen Arsenal für eine erste Runde, kein schlechter Gegner. Aber ja, wir waren Gott sei Dank dank Mario Balotelli und einem überragenden Koke besser. Ein bisschen Rätsel hat mir teilweise meine Verteidigung aufgegeben, aber sonst kann man eigentlich damit wirklich sehr zufrieden sein. Wir gucken mal, welcher Mann. Ich muss jetzt mal die Sprache finden, ey, ganz langsam. Welche anderen Mannschaften sich noch durchgesetzt haben, da werde ich jetzt nicht die Ergebnisse sagen, sondern einfach nur, wer weitergekommen ist von den Favoriten. Also Everton weitergekommen, Manchester weitergekommen, Tottenham ist weitergekommen, Manchester City ist auch weiter, West Ham ist ausgeschieden. Chelsea hat sich im Elfmeterschießen durchgesetzt, das war jetzt auch nicht sonderlich souverän. Gerade zu Hause liegt unsere Heimstärke. Wenn ich das Tor treffe, denke ich immer, was mache ich jetzt? Und dann laufe ich immer mit irgendwelchen peinlichen Gesten rum. Mario Balotelli. Körperlich haben wir keine Probleme, physisch müssen wir was tun. Janni ist klar. Johnny ist klar. So, Auslosung zur nächsten Runde. Mal gucken, welche Top-Mannschaft jetzt zu uns kommt. Natürlich Manchester United. Ich sag's ja, ich hatte es irgendwie im Blut, dass es wieder so ein schwieriges Spiel wird. So, wir nehmen Middlesbrough auf jeden Fall noch mit in den Part rein. Das habe ich jetzt gerade mal so beschlossen. Oder? Ich guck mal in den Kalender, bevor ich hier Schwachsinn mache. So, Jugendspieler entdeckt. Wow, der ist ja wirklich wieder überragend. 9 von 10 Talentsterne, nicht schlecht, Herr Specht. Zusätzliches Budget, das sind wahrscheinlich nur Peanuts. Und ich wollte gucken, ob wir ein 4-4-2 spielen können. Dazu müssten Pedro und so weiter, ja, die werden dann ein bisschen schwächer im Mittelfeld. Aber generell wäre ich dafür, um gerade vorne noch ein bisschen präsenter zu sein. Und damit ich das überall einheitlich habe, mach mal ein 4-4-2 draus. So, Courtois bleibt natürlich erstmal Stammtorhüter. Links verteidigt Ricardo Rodriguez weiter. Rechts Dani Alves, da gibt's nichts dran zu rütteln. Moreno darf wieder mit auf die Bank. In der Innenverteidigung spielen wir mit Jerome Boateng und Neven Subotic. Und dann hier Benatia. Subotic ist ja jetzt mit seinem Transfer zu Middlesbrough, glaube ich, gescheitert. Und derweil hat sich Liverpool von Augsburg Klavan geholt. Ich habe kurz den Namen versucht wieder in Erinnerung zu rufen. Ich hätte eher damit gerechnet, dass Subotic wieder zu Klopp geht. Aber gut, den nehme man nicht ja immer für Überraschung, ich meine immer gut. So, ich würde sagen, wir verkaufen auch noch Sami Khedira und lassen Emre Can auf der 6 verweilen als Backup und dahinter haben wir ja immer noch Ross Barkley als weiteren Sechser und dann kommt ja noch hier William Carvalho. Dann würde ich sagen, können wir mit Khedira schon mal danke für die, achso, den können wir noch gar nicht. Ja, gut, dann warten wir da noch ein bisschen. Wahrscheinlich nächsten Monat. Kann aber eigentlich nicht mehr so lange dauern. Lassen wir direkt Can auf der Link. So, Koke, Kevin De Bruyne, da sind wir überragend besetzt. Dann im linken Mittelfeld wird Marco Reus spielen. Dem müssen wir es natürlich aber auch sagen, dass er das lernen soll, beziehungsweise den rechten Mittelfeldspieler noch. Links kann er schon. Bei Griezmann dasselbe. Hier auch bitte Mittelfeldspieler lernen. Links geht recht schnell, rechts, ja, ist auch flott. So, Griezmann. Dann haben wir da noch Coutinho, der das lernen muss. Hier zwei frei machen. Rechter Mittelfeldspieler, linker Mittelfeldspieler. So. Ja, muss ja so. Geht ja nicht anders, weil wir ja den guten Storage dann eher im Sturm einsetzen. Pedro natürlich weiterhin Stammspieler im Mittelfeld. Das lernt der aber bitte noch schnell.
zuerst das rechte Mittelfeld, danach kannst du noch das linke lernen. So. Schwächt uns erstmal ein bisschen, weil die Positionen im Mittelfeld bisschen schwächer sind, aber ich bin optimistisch, dass für die Zukunft das die richtige Wahl ist. So, auch Sterling soll schon mal Mittelfeldspieler lernen. Bei unseren Jugendspielern müssen wir das auch noch alles sagen, aber das werde ich dann offscreen machen. Dazu muss ich euch nicht mitnehmen. So, im Sturm. Ansonsten, Balotelli hat ja alles klar, ne? Luis Suarez hat auch alles klar, wenn mich nicht alles täuscht. Da müssen wir aber das links außen, das braucht er nicht mehr. Da schauen wir eher mal, dass wir für dich noch... Ja, da haben wir für dich keinen Wert mehr, ne? 96. Dann bring hier schon mal die Ausdauer auf Maximum. Dann spielt Balotelli den Sturmtank. Suarez den zweiten Stürmer und Sturridge wird unser Ersatzmann. Kann aber auch im Mittelfeld spielen, der Sturridge. Zumindest im rechten Mittelfeld. Dann sollten wir uns das offen halten für die Zukunft. Aber erstmal ist er natürlich Sturm-Backup, weil wir sonst keinen haben. So. Die Jugend muss sich natürlich auch entsprechend ein bisschen umändern, aber das mache ich dann extern. Wenn ihr Jugendspiele übernehmen wollt, hier sind genug Talente, einfach mal vorbeischauen und dann guck mal, was das geht, ne? Das muss ich alles noch anpassen. Aber wir haben auf jeden Fall überragende Talente. So, er kommt ja noch dazu. Ansonsten wollte ich ja in den Kalender gucken. Middlesbrough, ich würde sagen Middlesbrough, Zenit und Hull City. Im nächsten Part, dann machen wir nämlich hier vor Middlesbrough Spiel halt. Dann das im nächsten Part. Dann das hier in dem Part. Ne, oder Middlesbrough und Zenit im nächsten Part, genau. Und dann hier ein Cut, das hier, Hull City und dann der lange Nachbericht und dann Manchester wieder live. So machen wir das, das ist ein guter Plan. Jetzt muss ich mir das nur mal aufschreiben, sonst habe ich es gleich nämlich vergessen. Oh, jetzt klingelt das Telefon, das ist aber schlecht. Nope. Ich bin nicht da, ich kann jetzt nicht. Aber es stört ein bisschen, ne? Ah, hört schon auf. Das ist ja eh toll, wenn das nur eine Minute lang, nicht mal eine Minute klingelt. Naja, machst du nichts, ne? Dafür habe ich ja einen Anrufbeantworter, spricht eh keiner drauf. Ja. Was haben wir hier noch? Dean Moore können wir noch nicht einstellen. Der ist aber richtig gut unterwegs. Ah, ich wollte ja in den Kalender gucken. Siehst du, der Telefonat hier, der Telefongespräch, das macht einen ganz Kürre. Also, in einem Part, mach mal. Wo habe ich jetzt was zum Schreiben? Mach mal. Middlesbrough. Middlesbrough und Zenit, hatte ich gesagt, ne? Dann der Cut, dann Hull City. Plus Nachbericht. Und dann Man United. So. Ja, ich muss mir sowas aufschreiben, weil ich dort gerne mal verpeile, weil ich dann zu ehrgeizig werde und immer am Stück dann aufnehme und vergesse, dass ich eigentlich aufnehme. So, gehaltsmäßig sind hier auch große Lücken. Da müssen wir gucken, dass wir den Luis Suarez irgendwann mal ein bisschen runterkriegen im Gehalt vielleicht. 16 Millionen, ich sagte runterkriegen, nicht hoch. Kriegen wir den runter? Das ist die Frage. Sieht aber gut aus. Könnte funktionieren. So. Vielleicht noch ein bisschen runter auf 6,5. So, Reus müsste dann auch noch ein bisschen nach unten geschraubt werden. Ist aber noch zu früh. Pedro mit 6,5 ist eigentlich... akzeptabel. Hast erstmal eine Stammplatzgarantie. Ich wüsste nicht, wer da vorher soll, aber vielleicht kriegen wir ihn auch auf 5 Millionen runter.
damit die alle ein bisschen enger beisammen sind, ne, ist ja klar. So. Jetzt haben wir. Probieren wir das mal. Balotelli, das wäre natürlich wichtig, geht aber nicht. Kedira wollen wir nicht. Kriegsmann ist noch zu früh, erst gekommen. Koke auch. Boateng dürfte auch erst gekommen sein. Sakho weiß ich noch nicht, wohin die Reise geht. Subotic hat sich super entwickelt. Dürften wir auch mal anfragen. In der Regel spielen wir bei den Innenverteidigern, geht das sehr schnell. Sollte möglichst so bleiben. So, so, so. Sieht aus, als müsste man da eine Gehaltserhöhung machen. Auf 5 Millionen. Kleines bisschen mehr, so 5 Millionen oder 6,5 als Grenze würde ich gern sehen. Unsere Leihspieler. Ojo spielt 17 Mal, Batshuayi 16 Mal, zweimal getroffen, Berahino trifft richtig gut. Terry spielt auch 15 Mal, Galloway spielt 15 Mal, das ist wichtig, dass die alle viel spielen. Außer Ibe, der spielt gar nicht. Aber Chirivella hat ein bisschen gespielt, immerhin. Harry Wilson auch nicht wirklich, Flanagan, Weiser geht auch mehr. Müssen wir mal schauen, wie sich das entwickelt. Wir machen noch ein paar Tage weiter. Damit wir auch mal vorwärts kommen hier. So. We are Monster. So, 40 Millionen. Kriegen wir die für den guten Mann? Ich glaube eher nicht. Da bleiben wir bei 10 Millionen. Können jetzt zur Not mehrmals verhandeln. Vielleicht braucht man dann doch nicht. Balotelli, Spieler des Monats, wieder mal. Suarez, Subotic und Pedro unterschreiben neuen Vertrag. Sehr schön. Subotic spielt seit 2013 bei uns. 16 Ligaspiele aktuell. Ja. Pedro, 22 Ligaspiele, 7 Tore geschossen. Ganz gute Werte. Bestimmt auch noch ein paar vorbereitet. Ein paar viele und ja, Luis Suarez, 16 Spiele, 20 Tore, kann man sich auch nicht beschweren. Internationale Spiele in Porto und in Amsterdam haben wir leider wieder keinen Zuschlag bekommen. Hier guckt man einfach mal, also das zweite Angebot ist zu wenig, das wird hinten und vorne nicht reichen. 35 Millionen sollte man da schon bekommen für Lukas, denke ich. Aber das Problem ist jetzt, da er in der zweiten Mannschaft war, kriegt er jetzt eine deutliche Abwertung. Das heißt, ich muss das Angebot jetzt einfach annehmen demnächst. Carvalho ist auch erstmal gescheitert. Oder wir nehmen den Lukas den November lang mit hierhin. Schauen wir einfach mal. 23,5 ist zu wenig. Können wir machen, was wir wollen. Das ist zu wenig, Freunde. Das geht so nicht. So, den schicken wir auf den Lehrgang. Der will scheinbar nicht besser werden. Die nehmen wir auf. Noch haben wir ja ein bisschen Platz. Sonst können wir hier nichts machen. Da können wir nichts machen. Baukosten haben wir auch noch ein bisschen. So, er ist ein richtig guter Stürmer. Das freut mich. Sehr gute Werte. Auch eng beisammen die meisten Werte. Dürfte also gute Fortschritte machen. 69 und hier oben habe ich die 68 gesehen. So, Freunde. Dean Moore. Privatlehrer anstellen. Wie gesagt, die Jugend, da muss ich gleich mal offscreen ein bisschen mich drum kümmern, damit da alles nach meinen neuesten Erkenntnissen optimal läuft. Das will ich euch jetzt on-cam nicht antun, weil das schon eine gute Viertelstunde dauern kann. Und das ist nicht gerade spannend. Haben wir ja auch schon ein paar Mal gesehen. Wir passen natürlich hier die Forderungen wieder an. So, dann machen wir nochmal ein paar Teamgespräche. Beziehungsweise Spielergespräche. Teamgespräche sind es ja nicht. Chris Moore kann mit wenigen reden.
Kedira hat aber gut trainiert. Gucken, ob wir den schon verkaufen können. Stones Barclay. Wir können mit kaum einen reden. Das ist kein gutes Zeichen. Das heißt normalerweise, dass die dann nicht wirklich gut trainieren, ist ja klar. Boateng. Na komm, De Bruyne, du musst Gas geben. So, ihm sagen wir mal Glückwunsch zum ersten Tor in der Liga. Super letztes Spiel, Balotelli. Boateng, Rodriguez hat gut trainiert. Luis Suarez kann man nichts sagen. Pogba hat auch gut trainiert. Reus haben wir schon. Koke. Großes Lob. Super letztes Spiel. Mit einer 1,0 war das, glaube ich, ganz akzeptabel. Sterling trainiert gut. Das ist immer schön, aber muss erstmal den. Das ist seine Stärke. Das wusste ich nicht. Aber kann ja nicht scheuen, dass das seine Stärke ist. Retafe will mich als Trainer. Arnheim ist da drin. Ist aber nichts Interessantes dabei, wofür ich Liverpool aufgeben würde. Wäre ich jetzt bei Sion, hätte ich da vielleicht ja gesagt. So, Stadrennen ist vielleicht ganz lukrativ. Aber, ne, wir sind hier, wir haben hier einen Auftrag. So, wir müssen jetzt auch mal hier ein bisschen gucken, dass wir hier in Ordnung kriegen. Weil seine Werte haben sich schon ein bisschen verschoben. Ich sag ja, muss ich dann Offscreen nochmal machen. Das wird viel Zeit in Anspruch nehmen, da die ganze Jugend wieder auf Vordermann zu bringen. Dann werde ich auch alles dann offscreen machen. So. Das haben wir alles gesehen. Wunderbar. Dann nehmen wir euch noch gerade mit in unsere Taktiküberlegungen. Zur Raute. Dort ist natürlich Koke weiterhin Spielmacher. Das ist ja klar. Pogba kann zwar vieles, aber das soll er nicht machen. Und wir kümmern uns dann um Kike. Das dann, wie gesagt, per Sofortberechnung in der nächsten Folge. Ich mache jetzt erstmal offscreen die ganze Jugend und zweite Mannschaft. Ne, die haben wir ja gar nicht. Die ganze Jugend und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder zu den zwei Sofortberechnungen gegen Middlesbrough und Zenit. Und dann schauen wir, was noch so passiert. Ich danke auf jeden Fall fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hatte, Daumen nach oben geben. Wäre auf jeden Fall sehr schön und unterstützt mich sehr. Wenn es euch wirklich richtig gefallen hat, teilt dieses Video unbedingt auf Facebook, Twitter oder erzählt euren Freunden in echt von meinem Kanal, damit hier ein paar mehr Zuschauer kommen. Zu guter Letzt gibt es in der Videobeschreibung viele wichtige Links. Meine Facebook-Seite, meine Twitter-Seite, meine Homepage und natürlich auch mein Games-Kanal. Heal Fuck die Games. Einfach da auch mal vorbeischauen überall. Würde mich sehr freuen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Euer Heal Fuck die Games.